Nevermore kommt da sofort aus meinem Zelt raus. Was? Wieso? Du schläfst in meinem Zelt. Kann nicht sein, das ist das Zelt vom ATF Eri 5. AT Fenris. Es schläft ein Filias Bett und Filias schläft auf deiner Matratze. Klasse. Weil das dumm ist, man zieht sich mal aus, wenn man sich auf die Matratze legt. Ich bin gerade gar nicht so sicher, ob ich irgendwie eine Hose anhabe oder sowas. Ich bin mir nicht sicher, ob das Prinzip Hose für Florence überhaupt existiert. Ich habe eine Hose an, wie man sieht. Jetzt hast du eine Hose an, ja. Ich hatte gerade keine an, aber gut. Pixelporno hier. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Filia macht sich nackig im Netz und die Folge ist ab 18. Ja. Ja, ne? Hallo. Lang ist her. Wie geht das Spiel nochmal? Gute Frage. Ich glaube, das hier war Springen. Ja. Woo! Yeah. Ja, aber ich awesome. Kann... Oh Gott. Ich kann springen. Wow, ich kann auch springen. Yay. So, guck mal, ich kann sogar doppelt springen. Warum wir pausiert haben, möchten wir euch gerne erklären. Es gab da vor ein paar Wochen so eine Hitzewelle mit so über 37 Grad und so. Und es ist nicht ganz so witzig, wenn man da irgendwie dann noch eine zusätzliche Heizung unterm Schreibtisch anmachen müsste. Die sich dann nennt Gaming-PC. Und deswegen haben wir uns entschlossen, in der Zeit erstmal so ein bisschen Solo-Content zu machen. Irgendwie zu schauen, dass wir die Zeit überleben. Und Fokus auf Überleben. Und jetzt sind wir wieder da. Die Temperaturen sind erträglich. Ja. Also haben wir uns gedacht, prima, los geht's. Yay. Nein, oh Gott. Das wäre ja schon fast ein Selbstmord geworden hier. Ja, ich freue mich auch schon auf den Herbst. Was? Ich freue mich auf den Winter. Oh ja, da freue ich mich auch drauf, aber erstmal Herbst. Winter ist immer voll doof, hier schneit nie. Übelst langweilig. Ja, als Arbeitnehmer ist das aber auch ganz gut, dass es nicht immer schneit. Das fand ich diesen Winter schon schlimm. So, machen wir auch mal ich was. Ich will, dass hier 50 Meter Schnee liegt. Ja, gut, das dann viel Spaß. Ich wohne im ersten immer Stock zu meinem Schiff. Und ich möchte irgendwann mal aus dem Fenster raus nach draußen gehen können. Naja, wenn du aus dem Fenster nach draußen gehst, dann kann ich nicht mehr rausgehen. Ich wohne im Erdgeschoss. Oh, wie geil. Ein Brathähnchen. So, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ja, ich habe null Ahnung, was... Da konnte man doch irgendwie gucken, welche Quests man hat oder so, ne? Ich muss noch FTL-Drive reparieren. Warte, das ist irgendwie falsch. Ich muss auf den klicken. Law Quest. Free as a bird. Repair FTL Drive. Out of the frying pan. Stone Furnace. Ich muss ein Stone Furnace bauen. Ist noch. Ja, muss ich auch machen. Ja, also wir müssen. Oh Gott, nein, ich hab Angst. Und. Ja. Erkius Mining Felicity. Ja. Das. Oh Gott, ich. Ja. Hm. Was heißt das? Ach, das hat voll Spaß gemacht. Ach so. Ja. Quest, nachdem ich dann irgendwann auf den Admin-Modus geschaltet habe und mich dadurch gescheatet habe. Plöpp. Weil ich bin zu doof dafür. Ich bin immer gestorben. Was muss ich denn hier machen? Crafting Table. Habe ich sowas nicht schon mal gemacht? Ja, das ist irgendwie voll komisch. Ja, ich habe auch hier schon mal so ein Furnace hingebaut, aber anscheinend muss ich... Also den auf meinem Schiff habe ich doch selber gebaut. Ach, den habe ich doch nicht irgendwo geklaut. Ja. Das ist komisch. Ja irgendwie seltsam hier. Komisch. Ich bin ein bisschen verwirrt, welches Schiff nochmal im Orbit um unseren Heimatplaneten war. Oder, das ist so lange her. Achso, ich muss hier klicken. Ich hoffe, es war von deinem Schiff aus, Filia, oder? Ich glaube schon. Ja, es war von deinem Schipper. Okay. Yay, ich habe ein Quest completed. Ich habe ein Crafting Table gemacht. Was ist das denn für eine Animation hier? Was? Sah gerade ein bisschen seltsam aus. Gab's da irgendwelche Sachen in dem Update Planned oder so, die ich geändert habe? To cloth. What? Mit den Quests? Ja, das weiß ich jetzt auch gerade nicht. Waren die vorher schon? Ich habe keine Ahnung. Aha. Okay, das ist schön. Kann ich jetzt auch noch... Ah ja, Raw Steak by killing a monster with a hunting bow or hunting spear. Cook it on a campfire. What?
Ich möchte jetzt nicht. Voll die, warum haben wir hier noch keinen Campfire? Irgendwie, ja. Ich kann mit Bogen nicht umgehen. Kann ich auch eine Schießwaffe benutzen? Nein, dann zählt es nicht als Hunting. Dann zählt es als Mord. Okay. Ja. Oh, ich baue mir dann mal ein. Braucht man dafür Pfeile oder so? Nee, ne? Nee, die sind automatisch da. So, Campsite Cooking am Campfire. Ja, ist doch schön, wunderbar. Wollte ich gerade mal schauen, wo waren die? Wie macht man nochmal diesen verfreckten... Muss er noch ein Anvil machen und den ganzen Scheiße, diese ganzen Einsteiger-Crafting. Hey! Ja. Kacke. Alles wie soll ich die denn hier... Diese Viecher! Der macht ja überhaupt keinen Schaden hier! Mann! Diese Quest von den Core-Fragments, hatten wir da nicht noch irgendwo welche? Aber ich habe kein Fleisch gekriegt. Core-Fragments, könnte sein, dass noch welche da sind. Ich habe die irgendwo hingetan. Ich guck grad mal. Irgendwo da oben. Nein, von unserem Valuable Gold, was ist das? Platinum. Core Fragment Ore, hier sind 42 oben in der oberen Metallkiste hier. Guck, was muss ich denn da machen? Was ist das denn? Ach, das okay, so funktioniert das. Jetzt verstehe ich. Ah! Ob es so ein Campfire. Oh Gott. So kann ich Schaden machen. Sag das doch, einer. So kannst du Schaden machen, Filia. Ich habe Fleisch gesammelt. So, jetzt kann ich Fleisch braten, ne? Das gehört auch. Ja, nee, ich wusste nicht, dass man mit einem Hunting Bow auch die Sehne spannen muss, damit ein bisschen mehr Kavums hinter dem Bogen ist. Achso, ja, und dann musst du auch getimed loslassen, dann kannst du so einen Glitzerpfeil abschießen. Oh, Wahnsinn. Naja, so weit war ich jetzt nicht, aber ich habe zumindest einen Monster. Wenn du quasi genau dann loslässt, wenn der kurz so aufleuchtet, der Bogen, dann machst du halt so, keine Ahnung, 100 Millionenfachen Damage oder so. Ach so, das kommt nur einmal. Ja, das ist nur ganz kurz so. Aha. Das muss ich noch üben. Okay, warte, Feuer. Ach, da oben. Ist das ein Lagerfeuer? Ja, ne, ist ein Lagerfeuer. So. Ein Steg mache ich uns mal. Mir. So, und jetzt? Oh Gott. Ah. Okay, hä? Muss ich jetzt irgendwas machen hier oder nicht? Stone Furnace. Oh nein, ich hab den ganzen Scheiß haben wir doch schon gemacht. Ich weiß nicht, ist das echt mit dem Update gekommen oder sind wir einfach nur zu doof gewesen, das zu machen? Bin mir nicht ganz sicher. Nee, das war falsch. Stone Furnace, wo ist der denn? Wo kann man die denn? 20 Soul und 20 Core Fragments. Immer noch so viel? Campfire. Ich hab noch welche hier, kann ich wieder runterbringen. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt mit denen irgendwas machen muss hier. Die Mission ist jetzt irgendwie weg, aber... Ja. Da. Ganz für die 20 Core Fragments dann, um die Ships Thrusters zu fixen. Dafür sind die. Ja, aber irgendwie hat das jetzt nicht so wirklich funktioniert, habe ich das Gefühl. Achso, hier. Sehr schön. Iron Anvil. Das geht noch nicht. Iron Anvil. So. Ah, okay. Ich glaube, hier will gerade jemand Stress hier draußen. Ey, willst du Stress, Alter? Bring ja mal eben das Ding auf. Aha! Iron Ore. Hey! Hey, ho! Hey, ho! Ich hab noch mehr davon, ich leg die hier in die Kiste wieder rein. Iron Anvil. Ja. Doch Gott, ey. Aus Versehen die Fackeln an- und ausmache, statt das Inventar zu benutzen. Das ist mir aber auch gerade, glaube ich, gerade passiert. Oder das war noch von dir. Ach nee, warte. Das ist ja voll nervig jetzt hier, das alles so. So, jetzt schaue ich nochmal bei meinem Schiff nach. Vielleicht habe ich es gleich endlich mal.
Haben wir Core Fragments. So. Da sind noch 40 in der Dings. Ja, ja, ja. Weil, warum auch nicht? Ach, ich muss die nur in die Hand nehmen, okay. Ach, scheiße, jetzt hab ich... Ja, war bei mir auch so. Jetzt vielleicht, weil wir das Reparieren an sich schon gemacht hatten, ja, oder so. Ja, wahrscheinlich. Jetzt ist nur... Ja. Habe ich irgendwie... Hey, ah, hier. Nee, das waren die FTL-Drive-Dinger, nicht die Thrusters. Bei mir war auch einfach die Quest weg, als ich die Dinger in die Hand genommen habe. Dann hatte ich sie so am Cursor kleben und musste erst die Quest quasi... Das hab ich auch gerade so, hä, was? Ich kapier's nicht. Ja, okay, dann habe ich das jetzt gemacht. Und jetzt habe ich alle Quests gemacht, offensichtlich. Außer jetzt halt Free as a Bird. Und ja, dann halt Erichus, genau. Mining Facility. Das können wir ja dann mehr angehen. Allerdings... Ja, das, wir sollten uns gut vorbereiten mit Bandages. Was? Wieso? Was erwartet uns? Kämpfe. Also vielleicht habe ich mich einfach nur doof angestellt, weil ich bin halt nicht so der Skiller, was sowas angeht. So Kämpfe und so ein Kram. Aber also, oh Gott. Das war... Nee. Ich habe schon so ein kleines... Vielleicht können wir das zu dritt ja besser hin. Ja, vielleicht. Ich hoffe, dass deine Sorge unbegründet ist. Ich auch. Wenn nicht, dann werden wir alle grausam sterben und die Welt lacht sich kaputt auf YouTube. Ja. Ich meine, haben wir zumindest so einen Comedy-Effekt rausbekommen. Ist ja schon mal was. Ja, genau. Ist nicht viel, aber ist etwas. Dann was, vielleicht. Ich spiele sowieso nicht wegen Skill. Ich hab gesehen, du hast auch dieses Red Hood Diaries Gedings da auf Steam. Ich? Ja. Hast das mal gespielt? Ja, das erste Kapitel bis zu diesem Rattenfänger. Dann bin ich irgendwie eine Million Mal gestorben. Dann habe ich es irgendwann geschafft, aber seitdem nicht mehr angerührt. Ich hab das letztens mal so in einer Session mal durchgespielt. Echt? Ist das nicht so lang? Ne. Oh, gut. Mit allen Achievements habe ich 9 Stunden gebraucht. Ach, krass. Aber cool. Ja? Ich meine, es hat ein bisschen so ein bisschen Ärgernisse an Map-Gedöns, Map-Eigenheiten, aber... Ja, also das hatte ich auch. Also ich meine, ich habe das noch... Da war das irgendwie 2-3 Tage draußen erst als Early Access. Da habe ich das gespielt. Ich weiß ja nicht, was sich seitdem getan hat. Ich habe es im Bundle gekauft. War letztens im Indie-Gala-Bundle drin. Ja, ich habe das damals gebackt. Da konnte über Kickstarter? Backed von der Kickstarter. Ja, genau, habe ich. Nachdem ich das auf der... So. Ah, ja, okay. Ich habe das ja auf der Gamescom gesehen und wollte das dann unbedingt... Ja, genau, decken. Deswegen sage ich ja, das hatten wir uns ja da... Ich wollte das Poster haben und habe keins bekommen. Unverschämtheit. Ja, ne? Und wir standen da die ganze Zeit und haben so neugierig geguckt, aber... Keiner hat dir eins angeboten. Da waren so zwei Leute, die hatten echt Sitzfleisch. Die haben sich da echt krass mit der Demo da beschäftigt. Aber gut, dieses Jahr auf der Gamescom wird wohl auch wieder eine größere Indie-Area sein. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ah, okay. Ja, da zu dem Zeitpunkt, wo das Contest, dass man hier, wenn man... Es gibt ja ein Achievement, dass man ein Level in einer gewissen Zeit durchspielen muss, so. Vielleicht machen die einen Contest, dass man Teil 2 gewinnen kann, wenn man es schafft. Ah, gibt's dann kann ich Teil mir 2? Da Teil 2 abholen, Junge. Ich habe übelst geübt. Echt? Ich habe das Achievement halt gemacht. So. Ah, okay. Kennst du jetzt auswendig quasi. Ah. So, kannst jetzt blind spielen. Jumping mit, was weiß ich, beweglichen Steinen, die durch die Luft fliegen und sonst was. Ach, krass. Boah, ich bin ja so schlecht in sowas, ne? Also. Ach, es ging eigentlich, wenn man ein bisschen übt. So, man... Man darf nur einmal runterfallen, wenn es ein kurzer Weg ist, da wieder hinzukommen vom letzten Checkpoint. Ansonsten muss man quasi einmal perfekt durchkommen. Ne? Es geht. Ah, cool. Es ist jetzt nicht so mega unfair, dass man da irgendwelche Speedrunning-Abkürzungen oder sonst was finden muss. Ach so, also man kann es ganz regulär schaffen auch. Ja, ja, wenn man quasi ohne runterzufallen einmal durchrennt, dann schafft man es in der Zeit. Ja, okay. Ja, ich bin jetzt... Also, ja... Was so, so Plattformer und so angeht, meine Skills, die kann man sich gerne bei mir samstags angucken. Ja. Bei Let's Play viel hier Spielebibliothek, da, oh Gott. Sind ein paar gute Sachen dabei. Schau also auf jeden was Plattformer angeht, ich bin voll der Skiller, echt. Oh Gott, ich sollte vielleicht eine Waffe auswählen, so. Gehen wir auf Reisen oder was?
Haben wir eigentlich einen Plan? Was machen wir jetzt? Ich glaube, ja, in der nächsten Episode würde ich sagen, fangen wir die Mission an. Jetzt wollen wir erstmal ausrüsten, was geht. Ich habe schon 98 Bandages fertig gemacht. Die kann man aus Plant Fiber machen. Ja, genau. Ich habe schon 142, so. Zählen. Zahlen ist. Du rechnest nicht damit, diese Reise zu überleben, oder? Kann das sein? Nö, die hatte ich schon vorher, also. Ich war halt ganz lange Zeit unter der Erde und habe das angesammelt. Und dann habe ich einfach bei Bandages auf alles zu. Bei Fiber alles zu Bandages machen geklickt und dann hatte ich so viele. Aber ja, ich habe ein Trauma von dieser Mission. Das war wahrscheinlich, wenn wir das dann nächste Folge ausprobieren, ist das voll easy peasy. Wir haben das innerhalb von 5 Minuten gemacht. Und ihr werdet mich dann fragend angucken und sagen, warum hat die jetzt so Schiss gehabt? Aber nee. Entweder das oder das geht nach Motto, haha. Ja, wahrscheinlich. Ich bin nur ganz froh, dass wir das dann zusammen machen können. Zu dritt ist das ja vielleicht einiges um einiges einfacher. Guck mal, der Morgengraut. Oh. Nee, halt, dem Morgengraut, vor dem, was in der nächsten Episode passieren wird. Ja, dem Grauz. So, da unten haben wir noch Kram. So, wenn ihr das hier seht, zum Zeitpunkt, wo es veröffentlicht ist, das sollte sein der 3. August, nicht verzagen. Wer uns auf der Gamescom treffen will, hat wahrscheinlich die Gelegenheit dazu. Ja. Also bei mir Mittwochs und Donnerstags. Mal schauen, wie lange ich diesmal durchhalte, eventuell. Also 4 Tage will ich mindestens mitnehmen. Vielleicht schaffe ich sogar 5. Ich drück die Daumen. Ich mir auch, danke. Wenn ich an letztes Jahr denke, der Freitag, der war ja. Uah. Ich war ja nur den Samstag da. Oh, Rage! Ich bin in Rage! Oh mein Gott! Weißt du, was das heißt? Ich kann ballern. Und es wird so schnell regeneriert. Raw Steak. Boring, hier waren wir schon. Kennen wir schon. Das ist ungefähr 100 Jahre her, aber ja. Nimmt ihr mir die ganzen Kills 200, hier. Mindestens. Mindestens. Mindestens 200. Nee. Aha. Da. Oh Gott. Ja, genau, so geht das. So. Whee! Nicht auf mich schießen. Was? Geil, was hast denn du für einen geilen Bogen? Ja, übelster Hightech-Bogen. Ja, jetzt bin ich schon ein bisschen neidisch. Guck mal, meinen tollen Holzbogen. Der Stahlbogen. Oh nein! So. Und der heißt nicht so, aber der ist halt quasi der, den man aus Stahl macht. Meine ich. Boah! Da! Hast es geschafft. Und ich habe noch nicht mal drauf geachtet. Ich habe einfach losgelassen. Siehst du, ich muss einfach nur meiner weiblichen Intuition frönen. Und dann klappt das. Frönen. Frönen, ich fröne der. Ich fröne mich für dich. Ich freue mich für dich. Das ist schön. Was haben wir denn hier? Oh, Copperohr. Wow. Potato-Pflanze. Seed. Wow. Oh. Wow. Schöne Sachen habe ich gefunden. Ich bin ganz. Boah. Absolut. Da hängt was in der Luft. Irgendwas ist hier gerade passiert. What? Was war das? Ich habe keine Ahnung. Könnte arkane Magie gewesen sein. Was ist passiert? Da waren Pfeile in der Luft. Die 2 Pfeile waren in der Luft und wollten nicht weiter. Die wollten erstmal die schöne Aussicht genießen. Und dann, ja. Voll geil hier. Voll Speedrun. Einmal Planetenumrundung. Geil. Haben wir hinter uns und dann können wir die Mission anfangen. Genau. Da sind ganz viele Plant-Fibers, also wer noch Bandages braucht. Also ich hoffe, ich komme mit den 97 aus. Ich gehe mal fest davon aus. Ja, klar. Falls nicht, dann naja. Dann sammeln wir halt nochmal 3 Folgen oder so. Oh. Nach Motto 10 Folgen lang hier Vorbereitung auf den Raid in einer Folge wegsterben und dann, well, that was embarrassing. Ja. 20 Folgen vorbereiten, eine Folge Raid, alle sterben. Damn it.
Oder genau das Gegenteil, 20 Folgen vorbereiten und dann in 5 Minuten das schaffen. Oder so. Es kann alles passieren, das ist Starbound. Ja. Hier ist nichts unmöglich. Und mit diesen Toyota wirklich freundlich warmen Worten entlassen wir euch in die Unweiten von YouTube und sagen danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das hast du sehr, sehr, sehr schön ausgedrückt, Nevermore. Ich hätte es nicht besser sagen können. Guck mal, hier sind wir wieder. Wunderbar. Home sweet home. Wir sind da und ihr seid back. Tschö. Tschö.